Bundesaußenminister Heiko Maas war Gastgeber der sechsten Verleihung der Initiative Deutscher Fußballbotschafter. Im Auswärtigen Amt in Berlin trafen sich Menschen, die im Fußball etwas bewegen oder bewegt haben. Die Würdigung von deutschen Trainern und Spielern für ihr Engagement im Ausland ist die Kernbotschaft der Initiative rund um Gründer Roland Bischoff. Für den Hauptpreis waren drei Trainer nominiert. Zum einen Ernst Middendorp, aktuell in Thailand tätig. Die Unterschiede zu der Arbeit im Ausland kennt er ganz genau. Es ist schon wichtig, glaube ich, dass man auch dann einfach das Verständnis dafür entwickelt, dass die Arbeit eines Trainers hier in Deutschland komplett unterschiedlich ist. Zudem nominiert Theo Bücker, der Nahost-Experte in Sachen Fußball, lebt seit Mitte der 1980er Jahre in der Gegend. Aktuell ist er Trainer im Libanon. Dritter im Bunde, Gerd Engels. Seit gut 30 Jahren in Japan tätig und derzeit Assistenztrainer beim Podolski-Club Vissel Kobe. Und die Wahl der Jury fiel auf ihn. Der Gewinner des Hauptpreises weiß um die Bedeutung der Trainerlegionäre im Ausland. Der deutsche Fußball hat international schon einen wahnsinnigen Stellenwert. Ich bin ja 1990 nach Japan gegangen, noch vor der WM, und habe dann natürlich auch als Deutscher, aber auch im eigenen Sinne, gehofft, dass Deutschland da Weltmeister wird. Ne? Und also wir haben schon eine riesen Akzeptanz im Ausland. 11 Spieler, die den Fußball im Ausland repräsentieren, standen beim Publikumspreis zur Wahl. 42.000 Menschen stimmten ab, und gegen Spieler wie Ilkay Gündoğan oder Lukas Podolski setzte sich Loris Karius durch, Torwart beim Champions-League-Finalisten FC Liverpool. Er war per Videobotschaft dabei. Der Gewinn des Publikumspreises des Deutschen Fußballbotschafters bedeutet mir sehr viel, da es eine Anerkennung meiner Leistungen hier in England ist. Der Fußball hat die Kraft, Menschen und Kulturen zusammenzubringen. Da bin ich stolz, Deutschland hier bestmöglich vertreten zu dürfen. Wir in Liverpool haben eine tolle Fankultur. Nicht umsonst hat in der Vergangenheit der Emre und auch Jürgen Klopp den Titel schon gewonnen. Für die Vergabe des Ehrenpreises hielt der Hausherr die Laudatio und ehrte mit Otto Pfister einen Weltreisenden in Sachen Fußball. Der afghanische Nationaltrainer trainierte in 57 Jahren 24 Mannschaften weltweit. Trainer in Deutschland war nie eine Option. Ich bin im Ausland glücklich und kann dadurch meinen Horizont erweitern. Ich lerne Sprachen und sehe Länder und verdiene ein wenig Geld und kann mein Hobby zum Beruf machen. Und das mit Erfolg. Otto Pfister, einer der würdigen Preisträger der Initiative Deutscher Fußballbotschafter 2018.